So, es ist der zweite Advent. Wir haben so um die 0 Grad. In der Sonne wird es wahrscheinlich nachher wegen wärmer sein. Und wir wollten noch mal gern kochen. Und auch, dass wir ein bisschen Zusatzwärme kriegen, gibt es noch ein Lagerfeuer. Jens ist schon fleißig am Holz sammeln. Wir haben auf dem Herweg zum Grillplatz auch schon ein bisschen was eingesammelt. Das liegt jetzt am Grill. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen größere Bengel, die dann auch noch ein bisschen länger brennen, wie das kleine Zeug, das wir bisher haben. Ein traumhafter Wintertag. Sonnig. Das Holz hat zwar viel, was so rumliegt, raureif, aber mir findet doch auch einiges, was etwas trockener wirkt. So sieht's aus. Melden wir uns an der Grillstelle wieder. Bis gleich. So. Da kommt Holz. Da kommt Holz. Ja, heute wollen wir nämlich auch mal ein schönes Feuerle machen. Ja, bleibe mal wegen wärmer. Keine Tagestour heute, sondern. Genau, heute wird nur spaziert und schön gekocht. Nee, vom Kochen doch, aber ich habe noch nicht verraten, was gekocht wird. Genau, machen wir es uns mal gemütlich. Gucken wir gleich wieder. Bis gleich. So, das sind unsere Fressalien. Mal einmal in einem Falkon haben wir das Öl zum Anbraten von den Steaks. Die sind hier in der Tupperdose. Sehen wir später. Also Koteletts sind es eher. Dann haben wir Schupfnudeln. Die gibt es mit Sauerkraut. Das Wasser braucht man nachher noch. Da gibt es dann später noch einen heißen Kaffee. Mir läuft die Nase, wie man hört. Ah, jetzt wird noch die eigentliche Filmkamera ausgepackt. Da hatte Jens auch schon Stativ parat gestellt. Und da ist dann die Feuerstelle. Da machen wir das Feuer zum Warmhalten und das Essen tun wir auf dem Gasbrenner kochen. So sieht's aus. Schönsten Sonnenschein haben wir hier. Ist echt perfektes Plätzchen. Zwar relativ dicht an der Straße, also die Autos hört man. Aber es ist ein echt richtig toller Grillplatz. Gell, Jensi? Ja, gut. Hast alles? Ja, also, bis gleich mal wieder. Und Capri-Sonne darf auch nicht fehlen. Das schmeckt dann nachher lecker. Zu den Schupfnudeln und zum Fleisch. So, und jetzt steigen wir dann auf die richtige Filmkamera um. Und dann wird aus unserem Holz hoffentlich ein schönes Feuerchen entstehen. Nein, aber halt so, dass es. Was? Schon so, oder? Lustig halt. Genau, das ist halt. So, meine schön getränkten Wattepads mit Wachs. Das funktioniert.
Dank Carlos und seine Tipps. Was war das für Tipp? Nicht ganz trinken, gell? Aber genau, nur zur Hälfte. Aber man kann es dann auch, also die waren jetzt trotzdem ganz getränkt, aber man kann es ja so aufziehen, dann geht es auch gut. Und jetzt muss es halt nur noch, jetzt probieren wir es halt mal. An der Stelle. Das was gibt. Gehen wir mal ein paar kleine. So, dann kannst du von der Seite. Feuerle machen. Kriegen wir das hin? Jetzt gucken wir mal. Ah, jo. Ja. Da war einer geschwitzt, gell? Ja. Die Späne. Ja, das ist schon so. Ja. Türkappen oder Autokappen? Putzen. Das machen wir ja noch so zum Strand. Ja, ja. Genau. So. Schön darüber, bitte. Richtung nicht verändern, Rauch. Beziehungsweise Wind. Der Rauchwind. Ich kann nochmal nachlegen. Du weißt, die übt noch. Das reicht vielleicht, wenn es so kühlt, wenn wir es direkt drauflegen. Was? Das Pit? Ja. Nein, das ist gar nicht so. Gleich wird's kalt. Ein Stück. Das brauchen wir von meinem Arsch von. Thank you.
Richtung hat nicht gequalmt. Das ist ja schon angehen. Da haben wir ganz anders. Sieht doch schon besser aus. Wie kochen? Mal auf dem Rost. Ah. Natürlich. Kriegen wir den noch ein Stück hierher. Je nachdem, wie der Rauch ist. Soll ich das mal noch draufwerfen? Ja. Nicht daneben, gar nicht. Traut. Den Dicker auf? Ja, alles was. Das knischt er dann so schön, gell? Weil wir brauchen ja den Wurst. Ja, schlecht. Da müssen wir es mal lösen. Irgendwo kann man den lösen, aber ich weiß es nicht. Keine Marshmallows dabei. Soll ich hier noch einmal kleiner machen? Ja. Ja? Okay, wir sind Es kommt. Gibt schon auch Teile. Ah, ganz morsch. Alles ganz gut. Mhm.
die ist ziemlich nass, trotzdem braucht es. Das ist nur äußerlich immer. Das müssen die dann schauen.